Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nintendo News, präsentiert von meinem Dauerpartner RetroPlace.com. Und ich muss wirklich mal eines loswerden, und das ist jetzt natürlich Werbung, aber irgendwie auch eine persönliche Meinung. Alles, was ich bei RetroPlace.com bisher bestellt habe und wo der Zustand sehr gut drüber stand, ist auch wirklich sehr gut. So zum Beispiel dieses Heart of Darkness. Und ich weiß, Retro-Fans gehen steil, wenn sie bei eBay was kaufen und sagen, perfekter Zustand, und dann sind da irgendwelche Knicke drin oder so. Aber hier ist selbst die 3D-Brille bei dem Spiel noch unbenutzt, genauso wie die Anleitung oder auch die CDs, die einfach kratzerfrei sind. Deswegen schaut mal vorbei, wenn ihr wirklich hochwertige Retro-Spiele haben wollt, retroplace.com, aber auch neuere gibt es da und natürlich auch Hardware. Aber jetzt legen wir los mit der Nintendo News. Chocobo GP. Wer sich das Spiel gekauft hat, dachte sich so, hey, das wird doch sicherlich rund auf den Markt kommen. Nicht so ganz. Das Spiel hatte wirklich, wirklich, wirklich viele, viele Probleme, und die geht Square jetzt an. Schneller als Nintendo bei Mario Kart 8 Deluxe zumindest, denn es gab einen Haufen Online-Probleme, und die wurden jetzt mit dem neuesten Patch wohl, jedenfalls laut Square Enix, behoben. Schauen wir mal, ob ihr das bestätigen könnt, ob ihr das Spiel überhaupt gespielt habt oder ob ihr sagt, nee, für einen Vollpreis ist das nicht meins. Aber wer weiß, vielleicht bringen ja zukünftige Updates euch noch dazu, das zu kaufen. Die Ghost Runner Erweiterung Project Hell wurde nun auch auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr Ghost Runner Besitzer seid auf der Nintendo Switch, dann könnt ihr jetzt weitere Episoden zocken. Und das ist gar nicht mal so unumfangreich, das Update, und bringt eine ganze Menge neuer Stuff in euer Spielerlebnis. Schaut da mal rein, wenn ihr das Spiel auf der Nintendo Switch spielt. Ansonsten empfehle ich allerdings eine der größeren Konsolen, PlayStation 5 oder Xbox, einfach wegen den 60 Frames. Wenn ihr keine andere Variante habt, ist auf jeden Fall ein richtig klasse Spiel. Wenn ich so Neuerscheinungen bei der Nintendo News sehe, die irgendwann mal im September oder generell Ende des Jahres rauskommen, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob ich darüber berichten soll oder nicht. So gucke ich mir die einzelnen Trailer an und muss sagen, Swordship ist richtig interessant, denn hier müsst ihr euer Schiff zwar aufrüsten, aber nicht mit Waffen, sondern mit Fähigkeiten, indem ihr besser ausweichen könnt. Mir gefällt da sehr gut der Retro-Stil, und ja, das soll im September rauskommen. Also ein paar Monate habt ihr noch Zeit, wird sicherlich nicht allzu teuer werden, aber ist mal ein cooler neuer Ansatz, und ja, ich werde es mir wahrscheinlich holen. Bei dieser Meldung habe ich erst gedacht, Nintendo, die drehen jetzt richtig auf mit Nintendo Switch Online. Nicht nur DLCs, sondern jetzt auch Vollversionen der aktuellen Nintendo Switch-Generation werden in das Erweiterungspaket gestopft. Und da dachte ich, oh geil, Mario Golf Super Rush kommt jetzt kostenlos für alle, weil das Spiel halt nicht so erfolgreich war, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Und nein, ist es nicht. Es kommt das N64 Mario Golf, also das heißt der erste Teil, nun auch endlich in das Nintendo Switch Erweiterungspack, und zwar am 15.04.2022. Und ja, viele sagen, das soll sogar besser sein als das hier. Kann ich nicht beurteilen, werde ich dann aber wahrscheinlich mal nachholen. Eine kleine Ankündigung für Retail-Fans gibt es noch, und zwar auf Amazon, Mediamarkt und Saturn ist jetzt die Vorbestellung von Tormented Souls möglich. Das ist im Stil von Resident Evil 1 Remake gehalten und sieht meines Erachtens nach immer noch klasse aus, wenn ihr auf die klassischen Resident Evils steht. Unten ist der Link in der Beschreibung zum Reflink. Das Ding kostet 33,99 €, ist also ein wenig teurer als im Nintendo Switch eShop, ist aber meines Erachtens nach auf jeden Fall das Geld wert. Aber ihr müsst sehr frustresistent sein, falls ihr kein Orientierungsvermögen habt, so wie ich, denn ich laufe da schon seit einigen Stunden im Kreis. Aber das gehörte zum alten Resident Evil auch dazu. Einige von euch kennen vielleicht den Angry Video Game Nerd, und der hat schon seit einigen Jahren den Nintendo Toaster, also ein NES im Toaster-Design. Wenn ihr das jetzt selbst machen wollt, dann gibt es ein sehr interessantes Paket von Columbus Circle, einem japanischen Hersteller, der ein gesamtes Paket anbietet, in dem ihr ein NES bzw. ein Super Famicom-System in ein beliebiges Gehäuse einbauen könnt. Das Paket besteht nämlich aus einem Mainboard, passenden Anschlusskabeln sowie Stromkabeln und zwei Controllern, und das Ding kann
auch wenn es eine Reproduction ist, Super Famicom Games spielen. Und das finde ich richtig interessant. Die ersten Versuche gibt es schon damit, mit einem Toaster-Design, wie gesagt. Aber ihr könnt es auch einfach in irgendeinen Tisch einbauen. Und ich weiß leider nicht, wie groß die Platine jetzt im Original ist, aber wäre ja interessant, wenn man da in Zukunft noch weitere Projekte sehen könnte. Jedenfalls soll es kein Problem sein, damit zu spielen. Die Controller sehen jetzt nicht so hochwertig aus, aber das muss euch momentan leider auch nicht interessieren, denn aktuell ist es noch ausverkauft. Ich bin mal gespannt, ob da noch ein Restock erfolgt und ja, wie viel es dann am Ende kosten wird. Hoffentlich nicht von irgendwelchen Scammern. Die Wii U erhält ein neues Spiel. Ja, richtig gehört, in Pad of Time habt ihr eine Mischung aus 2D und 3D und das in einen Jump'n'Run verpackt. Ob das Ding das Nintendo Wii U Gamepad unterstützen wird, das habe ich jetzt leider nicht rausfinden können. Aber ja, ihr müsst euch auch ein bisschen beeilen, denn das Ding ist wahrscheinlich nur noch einen Monat verfügbar. Denn dann schaltet Nintendo den Wii U Shop ab, außer es wird nochmal eine Retail-Fassung geben. Aber die Besonderheit einer Wii U-Fassung ist, dass ihr da auch im Gameboy-Stil spielen könnt. Und wie gesagt, das ist nur auf dieser Konsole möglich. Erinnert ihr euch noch an die News-Folge, wo ich darüber berichtet habe, dass ein Dongle für die Switch rauskommen soll, der ein 4K-Bild möglich macht? Und ja, der ging jetzt an die ersten Tester raus und es ist ja noch ein laufendes Kickstarter-Projekt. Aber wie schon vermutet, es gibt natürlich keine glatteren Kanten oder ähnliches, sondern eigentlich wird nur ein bisschen die Farbe erhöht und der Filtereffekt entfernt und das Ganze dann auf 4K hochskaliert. Und das ist, naja, sagen wir mal, eher durchwachsen, das Ergebnis. Zwar habt ihr ein schärferes Bild an sich schon, aber keine schärferen Figuren oder schärferen Kanten bei den Figuren, sondern ihr seht einfach nur die Pixel genauer. Ob euch das am Ende 130 Euro wert sein wird, denn der Kickstarter-Preis ist 109 Dollar, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag es ein bisschen weich gezeichnet, da gerade bei einer Auflösung wie in dem Spiel präsentiert, Zelda Breath of the Wild, weil 900p in hochskaliert sehen einfach nicht gut aus. Außer man steht auf grobe Pixelkanten im Jahr 2022. Eine kleine Update-Meldung gibt es noch für Metroid Dread, denn das Spiel hat sein zweites Update erhalten. Und zwar könnt ihr jetzt ab sofort drei verschiedene Boss-Rush-Modi spielen. Die genauen Details habe ich euch unten in die Beschreibung kopiert. Da könnt ihr dann nochmal nachlesen. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber ob nun 4K oder 1080p, es gibt mal wieder neue Software auf der Nintendo Switch und da müsst ihr euch ja eben ein bisschen mit einer niedrigeren Auflösung oder niedrigeren Details begnügen. Zum Beispiel Lego. Das neue Lego-Spiel Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist auch auf der Nintendo Switch erschienen für 59,99 €, ist aber im Vergleich zu den anderen Versionen schon ein ziemliches Downgrade. Wenn ihr allerdings Nintendo Switch-Only-Besitzer seid, dann ist das Spiel immer noch empfehlenswert, denn es ist eines der besten Lego-Spiele seit Jahren. Oder als zweites und wesentlich günstiger ist Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Das kommt nämlich auch auf die Nintendo Switch, sieht allerdings fast genauso gut aus wie in den anderen Versionen für 19,99 € und hat Chrono Cross komplett überarbeitet, das erste Mal mit deutschen Texten und natürlich auch dem neuen Soundtrack. Wer den alten Soundtrack aktivieren will, hat leider Pech gehabt, auch wenn die ersten Meldungen von Square davon gesprochen haben. Aber natürlich gibt es auch für wesentlich weniger Geld viel Spielspaß und zwar für 5,99 € Gianna Sister Twisted Dreams und zwar in der Ultimate Edition, das heißt alles in einem Paket für wie gesagt 5,99 €. Wenn ihr allerdings GTA-Fans der ersten Stunde seid oder vielleicht sogar Hotline Miami-Fans, dann ist The Hong Kong Massacre das Richtige für euch. Allerdings achtet darauf, das Spiel ist ab 18, kostet allerdings nur 2,99 € und hat schon eine schöne Atmosphäre. So, das war es dann allerdings auch schon mit der Nintendo News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.